Nach Informationen des Kicker ist der FC Bayern an einer Verpflichtung von Hansi Flick als Co-Trainer interessiert. Der langjährige Assistent der deutschen Nationalmannschaft von 2006 bis 2014 war nach dem WM-Triumph in Brasilien für 3 Jahre Sportdirektor beim DFB und zuletzt Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim von 2017 bis 2018. Seitdem zog sich Flick zurück und hospitierte unter anderem bei Thomas Tuchel in Paris. Bildergalerie FC Bayern, mögliche Transferziele: Sané, Pfeffi, Hudson-Odoi, Thauvin, Bale und Co. Im Check 26 Bilder. Flick genießt guten Ruf. Warum Flick? Der 54-Jährige genießt in der Branche einen sehr guten Ruf und spielte einst selber erfolgreich beim Rekordmeister. Von 1985 bis 1990 gewann in München zudem 4-mal die Meisterschaft und 1-mal den DFB-Pokal. Der Mias-in-Mia-Leitspruch ist ihm also vertraut. Hinzu kommt, dass Peter Herrmann die Bayern nach dieser Saison als Co-Trainer von Niko Kovac wohl verlassen wird. Der 67-Jährige hat unter anderem eine Anfrage aus Nürnberg vorliegen, als technischer Direktor. In diesem Fall bliebe nur noch Robert Kovac als Assistent seines Bruders Niko, sofern der überhaupt Trainer bleibt. Flick liegen mehrere Angebote vor. Nach Sport1 Informationen ist jedoch längst nicht klar, was Flick im Sommer machen wird. Dem gebürtigen Heidelberger liegen mehrere gute Angebote vor als Trainer, Co-Trainer und auf Management-Ebene. Sport1 weiß, übernehme Flick ein neues Amt, möchte er wieder deutlich mehr Einfluss auf Spieler haben, als es zuletzt in Hoffenheim der Fall war. Der Co-Trainerstuhl wäre dafür prädestiniert, aber auch ein Sportdirektorposten ist interessant für ihn. Dass Flick keinen Posten zur neuen Saison übernimmt und sich weiterbildet, ist ebenso möglich. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige gut für die Bayern. Flick schätzt Niko Kovac und weiß dessen Verdienste bei der 9-Punkte-Aufholjagd der Münchner sehr gut einzuschätzen. Schlecht für die Bayern, Flick ist auch nicht entgangen, welches Zukunftstheater rund um Kovac herrscht. Eines, an dem die Bayern-Verantwortlichen nicht ganz unschuldig sind. Let's block it's. Why?